Ja, dies hier ist ein Horror-Game, wie auch im Titel steht. Und ich habe keine Idee für ein Intro. Deswegen, Abo. The Seagull. Also unser Mark, ich glaube, was war das, Leichenhaus oder so spielt das? Sah mal ziemlich spooky aus von den Bildern. Aber the worth, also der Wert von dem menschlichen Leben ist nicht messbar. Was, Kick? I kick! Was? Ah! Oh toll, es ist hell. Großartig. Oh lol, wir waren hier drin? Echt jetzt? Also... Wir waren nicht wirklich tot? Oh, das ist eklig. Oh, das ist nicht gut im Ohr. Ja, das ist auch nicht gut für die Augen gerade. Was hat der da? Ah, deswegen wahrscheinlich The Seagull. Also das Siegel. Muss hier raus. Okay, nichts leichter als das, denke ich mal. Look. Also von außen blockiert da was. Kann ich hier irgendwas tun? Oh, warte mal. Wir haben hier eine Säge. Oh, ist es laut. Warte, die Säge nutzen wir hier. Macht mal gerne. Das ist... Also wenn hier noch jemand ist, dann haben wir wahrscheinlich alle aufgeweckt. Oh, diese Atmosphäre jetzt schon. Wow, ich kann auch hier lucken. Ah, ich kann damit irgendwie die Türen blockieren. Oh, also die... Soundkulisse ist schon mal ziemlich nice. Exit. Verschlossen. Verschlossen. Wer ist jetzt da? Okay, so können wir rennen. Ja, das habe ich schon verstanden. Need medical help, call our doctors. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch einen Arzt brauche. Wer ist das? Ja. Ich weiß, es kann nicht so, was heißt, bestehen bleiben oder hier so bleiben. Also wird auf jeden Fall Sachen am Montag fixen. Er ist hier? Wer ist der? Hey! Nein. Ey, was ist mit... Nein. Was ist mit dem Typen los? Oh, lass mich mal kurz hier rein. Ich will gerade nicht. Ich habe deinen Mantel und deinen Badger's Anstecker. Deinen ID-Anstecker gefunden. Links auf den Stühlen in der Lobby. Und er hat auf der Rückseite vom Medical Storage versteckt. Und wenn der alte Mann das sieht, dass du das wieder tust, dann streicht er dir deinen Bonus für den Monat. Du schuldest mir was. Wer ist Bill übrigens? Medical Storage! Ka-ching! Aber lassen wir mal aus Interesse kurz schauen, ob der Typ noch da ist. Ja, und der krabbelt her. Ja, das Zeilenzerreißen nicht wundern. Was ist das für ein Geräusch? Ist das der Charakter? Die Atmosphäre ist sehr, sehr nice, muss man sagen. Die Atmosphäre ist richtig, richtig nice. Oh, rotes Licht. Was war das? Muss ich an dem nochmal vorbei? Hi! Aha! Blippmann! Aber kann ich...
Can't use it here, can't use it here. Warte. Wenn ich weit genug weg bin. Okay, dann macht er nichts. Da kann ich es auch nicht nutzen. Ah, diese Tür. Was haben wir hier? Boah, ich habe echt ein saublödes Gefühl, weißt? Ah, du kannst mit dem Aufzug weg und mit den übers Treppenhaus. Da kann ich irgendwie, wie gesagt, ach, ich kann beide Türen blockieren. Weißt du? Ah ja, da bin ich gewesen. Joshua Swift. Stand sie vorher auch schon da? Bin mir nicht sicher. Ich meine, da ist der Aufzug. Kein Strom. Natürlich kein Strom. Natürlich. Aber was ist hier drin eigentlich? So wichtiges. Ach ja, stimmt, der Mantel. Dr. Flanagan. Au! Oh. Hä? Oh ja! Oh, das ist so eine coole Mechanik. Du siehst den Geist nicht. Du siehst nur den Schatten und die Abdrücke. Nein. 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 Ah, du gehst weg. Gehst weg. Oh Gott, Hessmann! Falsche Richtung. Nee. Ich bin. Ah! Oh. Oh, das ist. Oh, diese. Oh, ich hab Gänsehaut gerade. Alter! Warum stehst du gerade? Wieso? Nein. Also, es ist tense. Hi. Ey! Lass mir mal Ruhe! Oh Mann, diese Atmosphäre. Die Atmosphäre, die ist richtig, richtig gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein kleines Horror-Game, weißt du, in der Morgue. Ich habe was zum Lesen. Ich schätze das sehr, dass du uns nicht nervst, wenn jetzt zum Beispiel ein Licht kaputt geht oder so. Oder ein Türgriff irgendwie nicht mehr funktioniert. Und du die Sachen selber reparierst. Ich schätze das wirklich sehr und ich danke dir dafür. Aber bitte, leg den Maintenance Storage Key zurück zum Keybox. Zur Keybox, so rum. Wenn du fertig bist. Und er hat halt keinen extra übrig. Habe ich gerade was gehört? Boah, ich weiß nicht, was ich. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich was gehört habe. Unlocked? Oh. Okay. Da kann ich auch rein. Da kann ich nicht rein. Oh, ich weiß, ich habe da so ein blödes Gefühl gerade. Oh, das bin ich. Was haben wir hier? Oh, Sicherungen. We picked up a fuse. Ich habe Atmen gehört. Kann sein, dass der Charakter einfach nur ist. Also das Spiel, das ist gut. Also open. Ja, eine ist kaputt. Eine wurde geröstet. We have Strom. I think. Oh, oh, ich höre. Oh. Oh, ich habe Gänsehaut. Geh auf! Was ist das? Ich sehe nichts mehr. Hä? Hä? Was? Was? Warte, ich habe nicht mal was gesehen. Oh, schön, dass er gespeichert. Ich habe nicht mal was gesehen. Also avoid her. Close. Muss ich die Sicherung? Hä? Ja, fried. Das ist schön. Ich kann die Sicherung nicht mehr aufheben. Da siehst. Ach nö, ich hab's broken gemacht. Oh, ich kann die Sicherung nicht mehr aufheben. Ich bin ein Idiot. Ich hab die Fuse hier. Ja, ich bin ein Idiot. Ich muss ja keine aufheben, weil ich die schon habe. Also ich muss da nur reingehen und ich muss irgendwie schauen. Ja, siehst, weil die ist nämlich gleich hier.
Wie kann die mich immer gleich schnappen? Ich verstehe es halt nicht. Folgendes. Also, du machst das. Du machst das. Du rennst zur Tür. Wartest, bis sie aufgeht. Und das. Ja, das habe ich anscheinend nicht gemacht. Deswegen kann die mich auch gleich schnappen. Puh, es ist... Okay, jetzt haben wir es, glaube ich. Okay. Sie kommt rein. Muss wahrscheinlich dann rechts rumlaufen. Oh, das ist schnell. Oh Gott, ich renne! Ist Muschmus ist! Oh, ich flieh. Raus hier! Raus! Zwaftuk! Jetzt wird auf einmal aktiv der Tür, was ist richtig? Das ist mir vorher schon aufgefallen, dass das einfach so ganz random platziert ist. Klonk, einfach mal auf die 12, so. Weg mit dir. Ich bin immer noch markiert vom Siegel. Wenn ich ihn jetzt töte, das... Warte, was? Weg. Kann ich? Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang muss. Muss ich da hin, wo ich angefangen habe? Ich kann eine Night zimmern, das ist ganz schön. Muss ich hier sein? Muss ich jetzt eine Night zimmern? Und noch eine, weil du mich so genervt hast. Und warte, kann ich das jetzt? Ich hab eingesperrt! Mom, I did it! Tja, was machst du jetzt? Ich hab's geschafft! Und wir können erfolgreich fliehen. Das ist eigentlich schon ein sehr, 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 sehr cooles Horror-Game. Ich hab sie vergessen. Oh, das war nur eine kurze Demo. Oh, das war... Es war intens. Es hat coole Momente gehabt, richtig coole. Oh, schade, dass es eigentlich so kurz ist. Ich hoffe, daraus wird noch ein vollständiges Spiel, weil das war richtig, richtig sweet. Und an der Stelle verabschiede ich mich auch wieder für heute. Es war ein echt, echt geiles Horror-Game. Ich hoffe, solche Spiele kommen öfters raus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.